Ah, sehr schön. Ich habe auch zur Feier des Tages mein Pokémon-Pulli an. Das ist ja schön. Ich dachte schon, ich bin alleine hier. Dann hätte ich ja hier doof geguckt. Na komm, ist eine Schleife geworden. Ich muss mal noch mal mein Lospot holen. Sind wir schon mal zu viert, ne? Wieso eigentlich vier? Warte mal. Eins. Wo sehe ich denn, wer hier? Anja Maloni! Na, das ist ja eine Überraschung. Und ich dachte schon, ich hocke hier alleine, Kinder. Ich habe leider gerade keinen. Ich könnte noch ins Badezimmer, aber Beautyholic. Ich freue mich. Ey, hätte ich mir ja doch noch hübsch machen können. Ich habe es aber zeitlich nicht geschafft. Ich habe nämlich. Ich bin da echt immer so unvorbereitet, ne? Leute, ich habe gedacht, ich stehe einfach dann so 5 vor, gehe ich dann rein, ne? Online. Und aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ach, guckst du 20 vor mal, ob das überhaupt funktioniert. Dann stand da, ihr Browser unterstützt das nicht. Da musste ich erstmal Google Chrome runterladen. Ja, wieder typisch ich. Und ja, also. Leute, Leute. Oh, die Minimaus ist auch da. Eigentlich heißt Crazy Chicken, aber ich gebe dir jetzt den Spitznamen Minimaus. Voll schön, voll schön. Ich freue mich. Es sind ja noch 2 Minuten, ihr Streber. Ja, seid ihr alle viel zu pünktlich. So. Also, ich habe ja. Ja. Guck mal, ich habe zufällig eine Schleife hier gemacht. Mit meinem Horn. Ich habe ja noch eine kleine Überraschung, falls jemand nicht Instagram hat. Ich habe nämlich gedacht, ich verlose 2 Gewinner, weil ich glaube, das ist so viel Haar, es ist was, dass es für eine Person irgendwie ein bisschen viel wäre. Und ja, deswegen verlose ich 2. Aber wir warten noch mal die 1 Minute. Mensch, ich freue mich, dass Anja da ist. So, Punkt 19 Uhr wird hier die Schotten dicht gemacht, dann kommt keiner mehr rein. Ich muss jetzt übrigens Berlinerisch üben. Schon mal, ich weiß nicht, einer ist wieder raus. Ach, das macht nichts, wir nehmen das nicht persönlich. Wir haben ja uns. Das macht ja nichts. So, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich muss schon mal Berlinerisch üben, denn oh, mir fällt gerade ein, Anja, ey. Ihr könntet mir auch voll so die Ossi-Slang. Ach, oh mein Gott, Quattro Mom. Ich weiß gar nicht, spricht sie Deutsch oder Englisch? Wenn du unhöflich bist. Ah, okay. Ich antworte ja immer, wenn, ne, wenn jemand auf Englisch schreibt, dann antworte ich auf Englisch. Wenn jemand auf Chinesisch schreibt, antworte ich auf Chinesisch. Wenn jemand auf Russisch schreibt, antworte ich auf Russisch. Das ist ja alles kein Problem. Google Translator hilft ja immer. Aber voll schön. Bayerisch. Oh, ich kann das eher nicht rollen.
Ich kann das eher nicht rollen. Aber auf jeden Fall gibt es schon wieder neue geplante Challenges. Und jetzt sind wir noch zu dritt. Kinders. Wo sehe ich denn, wer wie viel weitere Informationen? 3. Jetzt. So. Oh. Da habe ich kurz mal ein anderes Fenster geöffnet. 4 sind wir wieder. Bämme, ja. Ich, da hat auch noch eine andere Liebe. Voll viele kommen anscheinend aus dem Osten. Voll sympathisch. Ich habe auch einen Ossi geheiratet. Mein Mann ist auch Ossi und ich komme ja noch weiter aus dem Osten. Aber so 8 Leute. Mensch, das freut mich ja. Da werde ich ja ganz rot, ihr Lieben. Ach, mein Mann. Mein Mann ist auch da. Alien-Kopf. Leipzig. Ich find sächsisch geil. Also irgendwie, ich hab's auch einfach mit den Ossis, weil ich habe einen Ossi-Mann geheiratet. Ja, mehrere von meinen Lieblingsmenschen sind Ossi. Das ist einfach so. Drück auf den Bibus, dann geht's wieder. Ah, Bibus, ja, Bibus. Das sind die Beste. Ja, auf jeden Fall kriege ich ja jetzt nochmal eine Challenge, ein anderes Dialekt. Aber das sage ich noch nicht. Ist ja eine Überraschung. Wollen wir denn schon mal den ersten auslosen oder wollen wir nochmal 5 Minuten warten? Was sagt ihr? Wollen wir schon machen einen oder noch nicht? Ich freue mich wirklich, Mensch, 10 Leute. Oh mein Gott, ich fühle mich so wie so ein Star gerade. So, ist ja so gefühlt so 100.000k. So, ich mache das ganz altmodisch. Ich habe mir hier so eine Schale vorbereitet. Ich steige da noch nicht so durch und ich hatte auch nicht irgendwie jetzt gerade die Zeit. So, es gibt auch so Auslosdinger, ne? So, die das automatisch machen, aber wir machen das altmodisch, Kinders. Und ich habe ja noch eine Überraschung. Ich habe ja noch was vorbereitet, ne? So. Also, wir ziehen mal den ersten, weil ich sag auch nicht Leipzig, sondern Leipzig. Ich habe mal bei Primer gearbeitet und der Chef, der wollte immer, dass ich Leipzig sage. Bei der Durchsage gegen das kam immer Leipzig. voll super. So. Ich greife mal, jetzt seht ihr das gerade. Hier sind die Lose drin. Ganz altmodisch. So, ich gucke, schließe mal meine Augen. Und dann machen wir das mal. Ich gehe nur einmal kurz rein. Nicht, dass ihr denkt, ich fühle den Unterschied der Lose. Das wollen wir ja nicht. So, 1, 2, 3. Scheiße, okay, das war nichts, nochmal, weil das war ja Mi, oder wie das heißt so. Okay, ich habe eine scheiß Schrift, Kinder, ich kann mir Mühe geben, dann sieht meine Schrift richtig schön aus, aber habe ich jetzt. Das ist jetzt hier Pia Woschny. Pia Woschny. Du hast, es ist was. Ich glaube, sie ist gar nicht jetzt gerade hier. Die Pia. Nee. Also Pia Woschny, werde ich nochmal schreiben, hat die Hases was gewonnen. Freut mich sehr, weil ich weiß, dass sie mir schon echt lange folgt. Also finde ich schön. Aber ich hätte mich auch für jeden anderen gefreut. Pia Woschny. Halten wir mal fest. So, ich hau jetzt erstmal die Überraschung raus, weil so lange seid ihr ja noch da. Wenn ich jetzt erst den anderen Gewinner ziehe, dann seid ihr weg. So,
Das muss man ganz taktisch, muss man das angehen. So, also ich habe ja 250 Abonnenten geknackt. Ich erzähle die Berlin-Geschichte zu Ende. Jetzt erzähl. Nee, das war fertig schon. Es gibt eine Challenge. Kennt ihr die Challenge sagen? Ich sage ja Challenge. Aber das ist ja auch so witzig, je nach Dialekt. Auf jeden Fall gibt es eine Challenge. So, aber was ich sagen wollte, ich wollte sagen, 250 Abos. Ich habe schon auf Insta Fragen gesammelt und bin verstummt. Ich sammle weiter Fragen für ein Q&A. Entschuldigung. Toll, ich bin so, ich habe nie mal was zu trinken hier. Ich sammle Fragen für ein Q&A, weil 250 kann man das ja schon mal machen. Und ich dachte, es dauert noch länger, aber es ist hier eine Verlosung nach der anderen. Ich verlose, das werde ich noch mal zeigen, ein Set von meinen Lieblingshaarprodukten. Ich habe auch noch andere Sachen hier liegen, aber hinter denen stehe ich nicht so, weil die irgendwie scheiße sind oder sonst was. Und ihr wisst ja, dass ich Cocktails. Ihr wisst ja, dass ich da sehr drauf achte und deswegen möchte ich auch, dass ihr etwas bekommt, was ich auch gut finde, ne? Ich kann ja euch nicht mein Krams verramschen, so. Also verlose ich, wenn ich mein 250 Abo-Special drehe, ein richtig cooles Haarprodukt-Set. Ich habe zwei zur Auswahl. Ich weiß noch nicht, welches genau. Oder auch Hautpflege, aber ich glaube, Haarpflege, da kann jeder, ach ja, Gartenfamilie und Crazy Chicken, die kommen ja beide aus Leipzig. So, jetzt losen wir mal den nächsten aus. Deswegen freue ich mich, schreibt mir Fragen. Sonst wird das Video nur 5 Minuten lang, das 250 Abo-Special. Das wollen wir ja nicht. Das ist dann ja nicht so schön für mich, ne? So. Also, schreibt in die Kommentare einfach Fragen. Was wollt ihr wissen über mich? Schreibt was. Wie alt bist du? Morgen kann ich sagen, bin ich schon ein Jahr älter. Und redet man darüber? Ich weiß es nicht. Aber ich bin viel, viel älter, als ich aussehe. Vielleicht, ja, genau, das kann ich ja für Q&A vielleicht offen lassen. Ich überlege es mir mal. Vielleicht lasse ich das auch als Mythos offen. So, das nächste wird gelost. Hoppala. Ossock hat gewonnen und also da muss ich sagen, bin ich schon ein bisschen, also ich freue mich, weil ich hatte gesagt, Ossock darf mitmachen, weil der liebevolle Mann hat mitgemacht, aber es wäre ja gemein, wenn er mitmacht und aber die Produkte gar nicht nutzt, sondern eigentlich nur vertretenerweise mitmacht. Also muss Ossock natürlich, das war die Bedingung, dass er mit hier in diese Lostrommel kommt, voilà, war die Bedingung, dass er denn auch die Haarklammern tragen muss. Und zwar wünsche ich mir wirklich ein paar schöne Friseurchen. Gerne auf Instagram teilen, YouTube. Was sag ich, weiß gar nicht, der ist jetzt gerade gar nicht da, aber die liebe Mira, ich sag dir das, Ossock, lass dir was einfallen. Ne? Das war Bedingung, stand in den AGBs so.
Ja, das wäre auch, ich glaube, der hat gar nicht, weil da, ich glaube, er hat Ossock normal lange Haare, so Männerfrisur, ne, oder? Ah, er spielt, ja. Männer halt. Also, die liebe Pia muss benachrichtigt werden, der kurze Haare. Ist egal, ist egal. Da fällt euch was ein. Da fällt euch was ein, weil, wie gesagt, AGBs und so, ne? Der Pia schreibe ich jetzt im letzten Video, wo ich die Haaraccessoires gedreht habe. Da schreibe ich ihr. Und die liebe Mira hat ja meine personal Instagram oder wie auch immer. Da brauche ich natürlich eine Adresse. Ich freue mich auch. Ich bin schon so ein bisschen schamfroh, dass ich was so gezogen habe. Bisschen schon, es wird lustig. Es wird lustig. Ich habe eine Haustierallergie. Also Leute, ich bin der Mensch, der am meisten Allergien hat, würde ich sagen. Also ich bin wirklich gegen alles Mögliche allergisch. Gegen Tiere. Auch, ja. Ich freue mich. Ich freue mich auch für Pia. Wie gesagt, das ist auch so eine ganz lange Abonnentin. Aber ich hätte mich für jeden gefreut. Ich freue mich, dass wir 8 Menschen sind hier. Waren. Ich habe einen Buffy-Welpen. Oh Gott. Wie süß. Ja. Ach, weißt du, die einen Sailor Moon, die anderen Welpen, Minnie Maus. Ich finde, man ist egal, wie alt man ist nie zu alt für das, was man mag. Und vor allem finde ich es auch so schön, wenn man so Kindheits. Sachen irgendwie noch weiterträgt ins Erwachsenenalter, ne? Bei mir ist es Pokémon und Sailor Moon. 15 Kilo schwer. So, also, ich würde sagen, schreibt mir wirklich, würde mich sehr, sehr freuen. Er freut sich sehr, soll ich ausrichten. Ich freue mich, dass ich nicht alleine war heute in meinem Live. Und schreibt mir nicht hier in den Live-Chat, sondern in die Kommentare. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied, glaube ich. Meine ich. Fragen für mein Q&A. Da würde ich mich so, so drüber freuen. Ich werde es auch nochmal auf Instagram schreiben, aber fragt egal, was ihr wollt. Ich habe so interessante Fragen schon bekommen und ich freue mich super. Ich freue mich einfach so unglaublich über euch. Ich habe echt schon. Ich sag so, Scheiße, was mache ich, wenn ich alleine bin? Ich würde sagen, nee, ich muss ja, ich würde sagen, das war's jetzt. Das war's jetzt und dann wünsche ich den, ach, ich kann noch nicht Berlin, das muss man so fühlen, weißt du? Wa? Das muss man so fühlen, so. Ich werde jetzt der Pia schreiben und dann. Peace out. Ich wünsche euch einen richtig schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und wir freuen uns auch, wenn du dich freust. Ja, und dann Mira, Adresse. Und Pia, herzlichen Glückwunsch. Wird wahrscheinlich hier abgespeichert, dieser Stream. War schön, euch nicht gesehen zu haben. Tschüss, ihr Lieben. Ich würde mal sehen, was es jetzt im Fernsehen so gibt. So, da brauche ich ja nicht mehr aufgeregt sein. Schönen Abend, schönen Abend.